kommentiert, unzensiert und mit viel Humor präsentiert. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Dead by Daylight und heute mal eine kleine Spezialrunde, Pizza Speziale. Ich spiele heute mal ganz allein als Überlebender und der gute Janek, Schrägstrich, Chilltube, spielt heute mal Killer. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wer es heute hier reißen wird. Oh, ich werde dich so vernichten, das glaubst du gar nicht. Es hört sich aber mehr so... Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Aha. Ich habe eine Kiste gefunden. Ist aber ein schönes Haus, was du da hast, muss ich schon sagen. Ist echt Top-Zustand, ne? Weißt du, warum ich so sauer bin? Im dritten Monat, ne? Im letzten dritten Monat. Was? Hau doch ab, Mann. Ich habe hier eine Taschenschlampe in der Hand. Wo bist du? Ja, das müsste ich auch gehen. 3 Monate bevor das Haus fertiggestellt war, hat die Bank mir einfach den Kredit weggenommen, Mann. Na? Lol. Das ist die Taschenlampe, habe ich gefunden, ne? Cool, ne? iPhone Teddy. Wo bist du hin? Wüsste ich auch gern. Auf jeden Fall hat mir die Bank einfach den Kredit weggenommen, weil ich zu wenig Geld hatte, deswegen bin ich so sauer. Nein. Doch. Nein. Da kannst du doch verstehen, dass ich dich töten will. Aber für eine Kettensäge hat's noch gereicht, oder was? Die hatte ich noch. Ja, hatte ich noch. Du, das hatte er noch. Findet ihr gerade irgendwie keinen Generator? Das ist die Übergenerator, aber nur weil die rot aufblinken bei mir. Das ist schön. So. Das freut mich ungemein. Tobi. Oh, das ist ein Schnuckel. Ja. Schreib mal, stingst du dem ein Heubein? Aha. Nee, das war ein Bug. Ach, das war ein Bug gewesen. Das ist... Bitte beachten Sie dies nicht. Na? Oh, deine Blende, ey, immer. Es ist der 10.000 Volt Baustrahler. Von der Baustelle. Komm her zu Mama. Ja, komm mal her, Schnuckelchen. Komme ich auch irgendwie runter? Ist das irgendwie, liegt das auch im Bereich des Möglichen? Alter. Hilfe? Hallo? Entschuldigung? Ich möchte hier gerne weg. Warum komme ich hier von der Veranda nicht rüber? Und da willst du mich verarschen? Oh, hi. Ich meine, Hilfe, Hilfe, ich laufe noch vor dir weg, ist doch klar. Moment. Die Situation, die war ganz so gut gewesen. Oh, wie gut. Komm zurück, Mann! Oh, okay. Das ist schon wieder dieselbe Map wie in der letzten Folge, ne? Ja. Die ist ja kaum zu fassen. Tobi, komm her, ich hab für dich Kuchen gebacken. Oh, geil. Käsekuchen? Ja. Ich esse aber nur den gut und günstig von Edeka. Product Placement. Ach, leck mich doch am Arsch, du. Alter. Was war das denn? Hast du jetzt da gerade eine Flöte rausgeholt, oder was? Kannst du mal aufhören, so viel Benzin mit deiner Kettensäge zu verbrauchen? Wir leben hier in einer Gesellschaft. Wir leben hier in einer Gesellschaft, in der man sehr sparsam sein muss, ja? Also bitte unterlasse dies. Wenn du sie benutzt, dann bitte sinnvoll. Bitte versuch nachzudenken. Ich bitte dich. Ich weiß gar nicht, woher das überhaupt kommt. Ich habe den Spruch nur wieder mal gehört. Bitte. Versuch nachzudenken. Ich habe hier auch so einen schnuckeligen Pornobart, sehe ich hier gerade. Also ich sehe wirklich so 1:1 so aus, als ob ich ein Kind entführen würde. Das gibt's doch echt nicht. Verschwinde mal eben im Maisfeld, ne? Oh. Irgendwo muss die sein. Irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Dich umbringen. Oh. Das ist aber freundlich. Ja. Wie stehst du eigentlich zur Sterbehilfe? Ja. Doch. Bin ich eigentlich? Doch. Nee, eigentlich gar nicht. Weiß ich nicht. ja, doch. Ja, nee, eigentlich nicht. Weil, nee. Gar nicht. Entschuldigung, da muss ich mal kurz aufstoßen. So. Stell dir vor, ich würde jetzt so in deiner Facecam hinter dir stehen und mich so richtig heftig ermorden. Na gut, dass ich mich gerade nicht umgedreht habe, ne? du doch manipuliert. Du musst hier irgendwo sein. Ja. Sag mal so eine kleine Frage. Was sollen eigentlich diese ganzen Holze, wenn du die hier aufgestellt hast? Das war meine Frau. Also, und das sollte was werden? Meine Frau. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ja, ich auch. Ja, warum kommst du eigentlich auf mein Grundstück? Das, wir leben hier in Amerika. Ein Land, wo ich dich töten kann, wie ich will, wenn du auf meinem Grundstück bist. Nee, nee. Schon 2 Generatoren. Hab ich? Nee, hab ich gar nicht. Nee, das sind noch die übrigen. Ach so. Oh, meine Taschenlampe geht ja auch leer, sehe ich gerade. Zum Glück, ey. Sag mal, kannst du auch mal hier deine scheiß Bose-Lautsprecher ausmachen? Ich höre die ganze Zeit immer dein komisches Gewummer. Das braucht auch Strom, ne? Ich kriege heute echt nichts geschissen. Es tut mir wirklich leid. Ich sehe dich. Ja. Da bist du. Ja, komm her, komm her. Nö, ja? Nö. Doch. Tschüss, Janek. Ibim's mal weg. Lol. Ich geh jetzt in dein Haus. Komm, wir spielen eine Runde Hello Neighbor. Wie findest du das? Wieder einen auf diesen hier? Wie, du bist, ich bin schon ein Schlingel, ne? Ach nö. Ach nö. Tschüss. Ah. Guten Tag. Leute. Lassen Sie mich mal. Dankeschön. Wo bist du hin? Wie hast du das denn gemacht? Ich weiß es auch nicht. Ah. Och, ah. Ey, wenn du mein Gesicht sehen würdest, ne? Stromverbrauch! 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 Nein, das gibt's doch nicht! Nein, ich will nicht. Nein, Gnade. Ich bin doch Jungfrau. Jungfrau. Hörst du mal auf mit diesem Hammer hier, um dich zu wedeln? Was habe ich dir zum Thema Kettensäge gesagt? Freundchen. Ja, wo bist du denn hin? Was ist denn hier mit deiner Wirbelsäule? Wo bist du hin? Ich wollte doch M2 drücken. Was machst du denn da? Ich weiß nicht, was ich drücken muss, um dich aufzuheben. Okay. M2 oder nicht? Ah, ich nutze das jetzt einfach mal eiskalt aus. Mann. Der steht da einfach nur so vor mir, so ganz stolz, so hier, meine Kettensäge, schaut sie euch an. Ich sage wiggle, wiggle dich, bitch, wiggle, 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 bitch. So, Tobi. Dann würde ich sagen. Ja, tschüss. Gut, oder? Was? Nein. Tschüss. Was? Ich dachte, da drücken wir das weg. Es tut übrigens ein bisschen weh. Wenn du schon gerade dabei bist und gerade die Kettensäge in der Hand hast, du könntest mir mal diesen Bart wegrasieren. So eine Scheiße, das gibt's doch echt nicht, Mensch, Leute. Mit einer Kettensäge. Halt still, halt still. Oha, meine Nase. Endlich kann ich mich wieder entspannt hinlegen. Wie lang war jetzt die Folge? Ich glaube 10 Minuten. Und das waren echt 8 Minuten ein bisschen zu viel. Oh Mann. Ich hätte dich einfach so easy töten können, aber ich hab's einfach nicht hingekriegt. Ja. Alter, die Treppe, das fand ich voll geil, ey. Ich glaube, da bist du mir vorbeigerannt und ich direkt hinter dir dann die Treppe irgendwie runter. Das war, ja. Komm, wollen wir nochmal andersrum? Können wir machen. Coupé verlassen. So. Ich glaube, ich werde diesmal auch gewinnen. Ja. Ja, easy. So, pass auf, ich würde aber an dieser Stelle sagen, wir machen mal einen kurzen kleinen Schnitt und sehen uns dann gleich wieder, sobald die nächste Runde gestartet ist, damit ihr euch das ganze Lade-Dingsbums hier nicht anschauen müsst. Also, bis gleich. So, Freunde, und damit begrüße ich euch zurück nach einem kleinen Schnitt. Und dieses Mal spiele ich das Monster und muss dem guten werten Herrn Chilltube erstmal gehen. Wenn ich dir mal wüsste, wo du überhaupt bist. Sag mal, sind wir schon wieder auf derselben Map? Nee, ne? Oder? Ich glaube, nee, das ist diesmal eine andere hier. Wo bist du denn, Schnuggelchen? Du brauchst gar nicht so Angst zu kommen, Tobi. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Okay. Hast du deine Nebelmaschine hier wieder angemacht oder warum ist hier alles voller Nebel? Boah, Alter. Wenn man jetzt noch Laser aktivieren würde, dann würde man eine richtig krasse Party feiern. Ja, wir können ja den Mond dort oben am Himmel zum Todesstern umbauen. In Wahrheit bauen wir die Generatoren um Musikplaylists anzumachen. Genau. Leg die Platte auf. So, wo bist du denn? Das Problem ist, als Killer siehst du nicht so viel wie ein Überlebender, ne? Du hast ihm halt kaum Hinweise oder sowas. Ja, Tobi, Moment, du musst auch deinen Bildschirm anmachen, Alter. Oh. Ja, warte mal. Warte, mach ich mal eben. Sonst immer blind gespielt, weißt du? Der spielt generell sowieso immer ohne Maus. Ohne Maus? Mhm. So einfach nur in eine Richtung ständig gucken, ne? Oh. Hallo, wer bist denn du? Ich bin die liebe Krankenschwester. Oh, du siehst aber nicht wirklich gesund aus. Soll ich dir vielleicht mal eine Spritze geben? Komm. Ich will keine Spritze von dir. Komm zur Krankenschwester. Oh, was machst du denn da unten? Hast du da ein Regal umgeworfen? Du sollst sie doch nicht alleine im Krankenhaus rumlaufen. Moment. Oh, ich dachte gerade, ich wäre so am Arsch. Ah, am Arsch also. Oh. Juckt es dir da etwa? Oh. Hämorrhoiden. Dagegen habe ich natürlich auch was. Ich habe keine Hämorrhoiden. Das war mal eine riesige Bügelsäge. Dann schneide ich dir sorgfältig den Anus aus den Hintern. Und weg. Den Anus? Was passiert mir kranke Scheiße? Komm her. Mann, ich finde dich nicht. Wo bist du? Bin eine Krankenschwester mit einer extrem männlichen Stimme. So, komm mal her. Jetzt kriegst du hier mal eine fette Einführung. Och, Schätzchen, das tut auch nicht weh. Ich habe hier nur ein riesiges Täppchen für dich. Alter, ich will kein Täppchen. Oh, komm mal her, das geht auch ganz schnell. Dann macht nur kurz, dann wird der Arschloch noch kurz gedehnt und dann geht das wieder. Na, komm mal her, du brauchst doch nicht so rumwimmern hier. Na, wie geht's uns denn heute so? Mann, ehrlich. Ja, komm, weil ich so lieb bin. Ich weiß gar nicht, kannst du eigentlich aufstehen? Kannst du probieren. Ich bin heute mal freundlich, weißt du was? Ich gehe mal in die andere Richtung und lass dich einfach mal laufen. Ne? Wie mit der Schublade so. Ich dürfte ihnen eigentlich nicht das Geheimnis anvertrauen, aber ich werde jetzt die Schublade öffnen und 2 Minuten aus dem Fenster gucken. Ja, ich muss mal eben kurz noch eine Spritze holen, du. Die große. Die DN100er. Die D100er. Mhm. Durchmesser von 100 Millimetern. 9. Na, und wie geht's denn unserem Patienten? Hm? Wie ist denn so? Haben Sie noch ein paar Beschwerden? Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Nee, wirklich nicht. Nö. Ich habe hier eine wunderschöne Säge, die ist auch richtig schön stabil und so. Ich bin Thomas, nicht die. Ich bin Thomas. Oh, okay, Entschuldigung. Steht ja auch hinten. Ich steht ja, glaube ich, auch hinten drauf, ne? Benjamin Blümchen. Oh ja, dann tut's mir leid. Dann tut das mir wirklich leid. Lass uns doch Verstecken spielen. Ach, Verstecken will er jetzt spielen, okay. Ich bin ja nicht so gut im Verstecken spielen, deswegen ich bin jetzt hier. Ich habe das Gefühl, dass... Eine Snagge. Eine Snagge? Eine Snagge. Ich höre dich doch hier rumstöhnen, Mann. Das Gestöhne eines weiblichen Wesens kann ich aus 1 Kilometer Entfernung hören. Darauf bin ich getrimmt. Ich kann Hundewelpen 1 Meter gegen den Wind riechen. Weiß. Was? Kannst du dich eigentlich heilen? Ich versuch's gerade. Alter, jetzt finde ich dich hier wirklich nicht. Das gibt's doch echt nicht. Tja. Schach und Matt. Du weißt, wir spielen Dead by Daylight und kein Schach, ne? Wie jetzt? Habe ich das nicht gesagt? Ich denke, aber ich sehe dich, aber das sind nur so graue Kackflecken hier auf dem Boden. Sorry. Oh, ich habe mich aber echt gut getan, du. Scheiße, aber Alter, hau ab. Oh. Wie lange man Zeit hat, auf dem Boden rumzukriechen, ne? Ich höre... Ah, mein Mikrofon. Doch. Das Mikrofon will sich wieder selbstständig machen. Ich höre dich doch, das gibt's doch echt nicht. Oder bin ich das? Ich glaube, das bin ich, die da kreucht. So. Macht Sinn. Ich denke, das bist du. Ja, das kommt schon näher. Ich höre dein Herz pochen. Den. Ich glaube, ich habe noch ungefähr 20 Sekunden und mich tot. Das war voll cool gerade eigentlich. Wie war das nochmal von der ersten Ordnung? Scheiße. Och, Leute. Komme ich gerade nicht mehr drauf. Das gibt's doch echt nicht, Mädel. Schieß mal irgendwie eine Spritzwurst in die Höhe. Dann kann ich, dann weiß ich wenigstens, wo du ungefähr bist. Alter. So ein Durchfisch ist so. Ich gerade übel gegen die Wand. Wo ist ein Rabe gegen die Wand geflogen? Es sind diese meinen dummen Vögel hier. Die sind nicht so ganz helle. It's time to say. It's time to say goodbye. It's time das gibt's doch nicht! Hast mich echt nicht gefunden? Nee. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt... Scheiße, Mann, ich hätte dich direkt nehmen sollen. Ah, kannst mal sehen, was ich für ein netter Killer bin, ne? Kannst mal sehen. So, dafür will ich jetzt aber wirklich hier mal ein Like auf dem Video haben, ne? Das war jetzt wirklich eine Herzensangelegenheit. Und wenn nicht, komm ich vorbei. Nee, dann kacke ich allen in den Briefkasten. Ja, ist auch eine Möglichkeit, aber musst du erstmal hochkommen, kommt drauf an, wie der. Du weißt doch gar nicht, wie der Briefkasten von denen hoch ist. Das schaffe ich, du. Das schaffe ich mit genügend Druck, geht das. Das macht einmal Flop und dann ist es drinne. So, das war's aber auf jeden Fall von dieser Special Edition. Special Folge von Dead by Daylight. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal und ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.